Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, herzlich willkommen zum Webinar mit Content Marketing Kunden erreichen und gewinnen. Unsere Expertin heute, Frau Magistra Barbara Geier-Heiden. In meinem Webinar geht es um Content Marketing. Sie erhalten Beispiele und praktische Tipps, wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen und dadurch neue Kunden gewinnen. Also beim traditionellen Marketing geht es darum, der Welt zu sagen, dass du ein Rockstar bist, und beim Content Marketing geht es darum, es der Welt zu zeigen. Das heißt, beim Content Marketing produzieren sie hochwertige Inhalte, die den Benutzer interessieren, bringen ihn dazu, letztlich bei ihnen zu kaufen. Diese Inhalte sind mit keiner werblichen Botschaft verbunden, das heißt Inhalte, um die Zielgruppe anzulocken. Also nicht verkaufen jedenfalls. Mit dem Verkaufen, wenn Sie die Inhalte so gestalten, dass es Werbebotschaften sind, dann liest es niemand. Aha. Oder es schaut sich niemand an. Der Impuls, ja. Gleich mal zu Beginn vom Begriff her. Ja. Wenn ich hochwertige Inhalte produziere und verteile und dadurch viele potenzielle Kunden erreiche, dann steigere ich meine Markenbekanntheit. Ich generiere dadurch Kundenanfragen. Das Ziel in den meisten Fällen beim Content Marketing im Gegensatz zum Social Media Marketing ist, wirklich Kunden zu gewinnen und letztlich auch Kunden zu binden, das heißt den bestehenden Kunden, dass die wissen, was biete ich eigentlich an. Eines der bekanntesten Beispiele ist Red Bull, das sehr stark auf Content Marketing setzt. Das Beispiel mit dem Sprung aus dem All, dem Status, das entsprechend medial genutzt wurde. Das ist jetzt aber ein großes Beispiel. Ja. Schauen wir uns ein Beispiel an, das für unsere Zwecke nützlicher ist. Das ist eine Webseite von einem Malermeister, der hat einen Blog, das heißt, er veröffentlicht mehrmals in der Woche einen Beitrag und hat dadurch, dass man sieht es hier, 214.000 Blogbesucher monatlich gewonnen. Das ist schon mal Hausnummer. Ja, also und durch solche Beiträge wie hier, der Malermeister veröffentlicht, dass einen Brief von einer Kundin, die freut sich über die wunderschönen Geburtstagsgrüße, die ihre Tochter bekommen hat. Es geht wirklich darum, Persönlichkeit zu zeigen. Mhm. Also nicht ein Artikel oder wenn ich was in meiner Zeitung veröffentliche, das ist neutral. Beim Content Marketing, ich will nicht greifen machen, damit die Leute bei mir kaufen, damit sie wissen, wer ich bin. Was empfehlen Sie jetzt Schritt für Schritt, wie gehen genau vor? Gut, also zuerst mal sich zu überlegen, es geht um Content, also um Inhalte. Woher kommen die Inhalte? Wer kann die erstellen? Gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten? Mhm. Dann das Wichtigste, wer soll das alles lesen? Es geht ja nicht nur darum, möglichst viele Leser zu gewinnen. Ich will Leser, die auch meine Kunden sein können. Also besser weniger und mehr Kunden. Mhm. Als viele, die dann meinen Inhalt interessant finden, aber keinen Willen oder kein Geld haben, mein Produkt zu kaufen. Und dann soll das Ganze natürlich zu den Unternehmenszielen dazu passen. Welche Inhalte, sprich welchen Content, ja, um in dem Neudeutsch auch zu bleiben, kann ich denn produzieren? Am häufigsten, am typischsten sind Blogposts, das heißt, Sie haben auf Ihrer Webseite Artikel, die Sie regelmäßig veröffentlichen. Das ist vom Aufwand überschaubar, Sie können das mit vielen unterschiedlichen Systemen machen. Ja, wir haben da sehr viele unterschiedliche Formate. Das heißt, wenn ich eine Zielgruppe habe, die wenig Texte liest, ja, und sich höchstens Videos anschaut, dann produziere ich vielleicht besser Videos. Dafür gibt es auch gute Tools, wo ich das relativ einfach machen kann mit einer einfachen Qualität. Oder ja, ich mache das professionell mit jemandem. Aber es hängt eben von der Zielgruppe ab. Als Form etwas zu wählen, was einerseits zu mir passt, genau, authentisch ist, ja, ja, aber schon auch meine Zielgruppe. Gruppe auch liest und anschaut oder genau, diese Schnittstelle. Das ist genau das, was es zu suchen gibt. Also wichtig ist, selber mal ausprobieren, um etwas zu finden, was einem Spaß macht beim Erstellen. Eines der wichtigsten Dinge ist die Kontinuität. Ich soll wirklich jede Woche was veröffentlichen. Und das ist relativ aufwendig, wenn ich das neben dem normalen Geschäft machen soll. Ja, also das Wichtigste ist, sich auf den Nutzen der Zielgruppe zu fokussieren. Weil es gibt so viele Inhalte im Web, Sie kennen das selber, da kann ein Inhalt nur hervorstechen, wenn er für den Leser irgendeinen Nutzen hat. Das kann ruhig auch Spaß sein. Ja. Ein gutes Comic ist oft mehr wert als ein langer Text, aber es muss einen Nutzen haben. Das heißt, hochwertiger Inhalt und keine Werbung in dem Inhalt. Sobald Sie eine Werbung, eine direkte Werbung in dem Inhalt, kauf mich, geben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand liest,
sinkt in den Keller. Okay. Sie kennen sich. Schauen Sie sich auf Facebook an, wann kommt die Werbung? Was machen Sie? Mhm. Ja. Man ist genervt. Man ist genervt. Man klickt weiter, man schaut sich das eh nicht an. Ja? Ja. Und wichtig, die eigene Persönlichkeit. Also nicht wie wenn Sie einen Artikel schreiben für die Zeitung. Es ist wichtig, dass Ihre Persönlichkeit durchkommt, weil das Ziel ist ja, dass die Kunden bei Ihnen kaufen. Und die Leute kaufen dann bei Ihnen, wenn sie das Gefühl haben, das passt für mich. Ich kann auch mit der Person. Ihre Produkte und Ihre Dienstleistungen interessieren Ihre Kunden nicht. Oh, das ist aber eine harte Aussage. Ja, interessieren Sie sich für meine Dienstleistungen? Sie interessieren sich letztlich nur für sich selbst. Ja, also Content Marketing interessiert Sie nur dann, wenn Sie sehen, das könnte ich vielleicht auch verwenden. Aha. Oder so. Eine Methode, um das greifbarer zu machen, die eigene Zielgruppe, sind Personas. Für diese Personen erstellen wir eine prototypische Persona mit einem Bild, mit Name, Alter, Beruf, welche Wünsche und Erwartungen hat diese Person, welche Formate liest diese Person überhaupt und wo findet sie meine Inhalte? Mhm. Also wo ist sie im Netz eigentlich aktiv? Weil dann kann ich bei jedem Inhalt, den ich produziere, mir überlegen, wird das die Person überhaupt lesen? Okay. Wird sie sich dieses Video überhaupt anschauen? Und wenn man sich dann denkt, die Person hat aber nicht so viel Zeit, sich ein Video von 20 Minuten anzuschauen. Okay. Mhm. Aber sie schaut sich gerne die 3-Minuten-Clips an. Jetzt ist die Frage, also jetzt wissen wir, welchen Inhalt an wen, wo haben wir denn jetzt Möglichkeiten, unseren Inhalt, den Content auch zu verbreiten? Ja, also Content ist Feuer, aber Social Media ist der Brennstoff. Das heißt, wir wollen, dass andere Leute uns finden, dass andere Leute uns zu unseren Inhalten kommen und dazu können wir Social Media verwenden. Die Anzahl an Plattformen ist unüberschaubar, aber jetzt mal so im Groben, wenn Sie im Bereich Business to Customer sind, dann sollten Sie sich mal Facebook, Twitter und Google Plus anschauen. Wir schauen uns die einzelnen dann noch an. Wenn Sie im Bereich Business to Business sind, dann ist Xing oder LinkedIn auch eine gute Wahl. Das heißt, in vielen Fällen kombinieren Sie diese Dinge, aber ich empfehle auch, wenn Sie damit anfangen, fangen Sie immer mal mit einem sozialen Netzwerk einzeln an. Und nicht mehrere gleichzeitig. Sonst sind Sie so über. Ja, das ist auch wirklich schön. Das ist schön, dass es so viele gibt. Sie können auch in alle hineinschnuppern, aber fangen Sie nur in einem an, Inhalte zu verteilen. Und erst wenn Sie das im Griff haben, machen Sie anders. Also ich habe das am Anfang auch gemacht. Das und das und hier und dort. Und ich habe zwar vorher gelesen, dass ich das nicht tun soll. Ja, aber Sie hatten recht mit diesen Tipps, dass man das nicht tun soll. Also ich bin dann wieder einen Schritt zurück. Ich habe für mich mit Twitter angefangen, bin dann zu Facebook gegangen und jetzt mache ich wieder mehr auf Google Plus. Ja. Also das Wichtigste ist, sich eigentlich anzuschauen, wo ist meine Zielgruppe oder meine Kontaktpersonen. Und zwar, wo sind die eigentlich beruflich unterwegs? Weil wenn ich in Facebook auf meiner persönlichen Seite auch jetzt ab und zu ein paar Blogbeiträge verbreite, dann muss ich zusätzlich halt auch noch ein bisschen was von mir privat verbreiten, damit das auch irgendwer liest. Ich denke, für viele ist vielleicht dann auch dieses Umsetzen ein Thema. Genau. Also wie komme ich in diesen Schritt, jetzt mache ich es? Ja. Was empfehlen Sie da? Also zuerst zu planen, was für wen, wie passt das zu meinem Ziel. Dann mit dem Erstellen anfangen. Da auch einplanen, Sie werden am Anfang einige Dinge ausprobieren. Also Sie können sich anschauen, ob Podcast oder Video ist etwas für Sie sind und mit den entsprechenden Tools arbeiten, sich vielleicht auch eine Unterstützung holen, damit Sie das selber auch lernen. Aber in vielen Fällen werden Sie manchmal feststellen, das ist doch nichts für mich. Oder Sie werden ein neues Format entdecken. Das heißt, probieren Sie da durchaus einiges aus und schauen Sie, dass Sie regelmäßig erstellen. Ja, dann geht es ums Verteilen. Einerseits an die Kontakte, die Kunden, die Sie jetzt schon haben, zum Beispiel mit einem Newsletter und andererseits dann mit sozialen Netzwerken, wobei, wie wir gesagt haben, bitte nur ein soziales Netzwerk nach dem anderen. Und dann analysieren Sie das. Also schauen Sie sich Ihre Statistiken an. Sie haben auch von den sozialen Netzwerken Statistiken. Was schauen sich die Leute gerne an? Was schauen Sie sich weniger gerne an? Welche Inhalte im Business-to-Business-Bereich führen zum Beispiel dazu, dass die Kunden länger auf Ihrer Seite sind? Welche Texte, welche Videos werden bis zum Ende gelesen oder bis zum Ende angeschaut. Bedenken Sie von Anfang an, Sie werden immer wieder optimieren und vielleicht auch neue Inhalte, andere Netzwerke. Mhm. Und deswegen ist das Analysieren auch so wichtig. Mhm.
Gut, Frau Geierheiden, dann schlage ich vor, schauen wir, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles interessiert. Speziell auf Xing sieht man sehr wenige, in Klammer, sinnvolle Inhalte. Ja. In welcher Form empfehlen Sie, Content in Xing einzusetzen? Wenn Sie einen eigenen Blog haben, dann können Sie die Inhalte Ihres Blogs automatisch in Xing einfügen lassen. Das funktioniert durch eine Technologie, die nennt sich RSS. Und wenn Sie wirklich Inhalte platzieren wollen, dass Sie das mehr in den Gruppen machen. Mhm. Es gibt einzelne Gruppen, es gibt Gruppen, die sind weniger aktiv, es gibt Gruppen, die sind mehr aktiv. Auch von der Qualität der Inhalte ist das sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn Sie sich in Xing stärker positionieren wollen, machen Sie das in den einzelnen Gruppen. Wenn es gar nichts gibt, eröffnen Sie eine eigene. Bei den Blogbeiträgen auf der eigenen Webseite sagt man so im Schnitt, dass man mindestens einmal die Woche etwas veröffentlichen sollte. Einmal die Woche. Bei den einzelnen Netzwerken ist es unterschiedlich. In Xing und LinkedIn ist die Frequenz nicht so hoch. Das sind Business-Netzwerke, die Leute schauen nicht so oft hinein. Zwei, maximal dreimal die Woche etwas veröffentlichen. Natürlich hängt es davon ab, wenn man in einer sehr aktiven Gruppe ist, wo die Leute sehr viel tun, dann kann man das öfter machen. Also das alles sind jetzt nur Richtlinien, die man sich selber anschauen sollte, wie es funktioniert. Die allerhöchste Häufigkeit hat man bei Twitter. Da hat man wirklich im besten Fall 5 Meldungen pro Tag. Das ist eigentlich ständig. Nein, nicht, man plant das im Vorhinein. Also es gibt verschiedene Tools, wo man die Meldungen, die man im Vorhinein absetzt, planen kann. Ja. Das ist auch sinnvoll, nur man sollte nicht nur mit diesen Tools arbeiten. Also bei mir ist es so, ich habe inhaltliche Tweets für Twitter zum Beispiel, die plane ich im Vorhinein. Und das, was ich von den anderen weiterteile, die Antworten auf das, was die anderen sagen und so, das ist das, was dann im Laufe des Tages entsteht. Das ist dann spontan. Das ist dann spontan, genau. Gerade also in Facebook, da sollte ich schauen, dass ich zwar präsent bin, aber nicht zu viel. Das kommt darauf an, wie aktiv meine Benutzer sind. Vielleicht ein, zweimal am Tag. Es gibt auch Auswertungen, die sagen, dass man mit Facebook die ideale Aufwand nutzen Post so dreimal pro Woche ist. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt für jedes dieser Netzwerke unterschiedliche Statistiken, die unterschiedliches sagen. Mhm. Also probieren Sie es selber aus. Was in Auftrag gegeben hat. Aber tendenziell können Sie sagen, auf Twitter müssen Sie am öftersten was tweeten, dafür ist es nur ganz kurz. Ja. Und das ist Text. Ja, in Facebook sind doch öfter, vielleicht einmal am Tag, ein, zweimal am Tag, deutlich öfter als in Xing oder LinkedIn. Wichtig ist bei Facebook, verwenden Sie Bilder, möglichst viele Bilder. Und das wird Sie vielleicht überraschen, bei Google Plus ist es genauso. Viele Bilder verwenden. Das ist das, was geteilt wird. Wie kann ein Plan auf Facebook aussehen? Also wenn Sie sich vorher schon überlegt haben, was will ich eigentlich erreichen, welche Inhalte, ist für an wen richtet sich das, ist das wirklich, sind die Leute, die ich erreichen will, auch dort? Auch dort. Ja. Und sind die auch bereit, sich Business-Sachen dort anzuschauen? Dann sollte ich mir überlegen, welche Inhalte will ich dort überhaupt bespielen? Habe ich diese Inhalte? Also bei Facebook heißt das ganz stark Bilder. Mhm. Inwieweit replizieren Sie denselben Content auf verschiedenen Kanälen? Also Facebook-Posts, auf Xing und so weiter. Ja, das ist eine gute Frage. Diese Frage stelle ich mir immer wieder neu. Ich probiere immer wieder neue Sachen aus und verfeinere das immer. Also was ich auf allen Kanälen poste, ist Inhalte, die ich selber erstelle. Ja. Also ich tue jede Woche 1 bis 2 Blogbeiträge schreiben und die stelle ich auf alle Netzwerke, wobei ich den Text unterschiedlich schreibe. Also bei Twitter ist es nur eine kurze Meldung. Auf Facebook schaue ich, dass ich das Bild hochlade, das ich zu diesem Artikel geschrieben habe und ein möglichst privates Kommentar dazu schreibe. Also persönlicher. Bei Google Plus schreibe ich ein bisschen einen anderen Text, mehr so etwas, was zur Diskussion beiträgt. Ja. Also dort kann man wirklich mehr diskutieren. Ich finde diese Methode sehr gut, oder wie findet ihr sie? Also da geht mehr. Was ich unterschiedlich mache, ist die zusätzlichen Inhalte. Also wenn ich nur meine eigenen Inhalte verteile, dann nehmen mich die anderen als belästigenden Spammer wahr. Super. Und da ich das nicht sein will, tue ich meine Inhalte mischen. Also so 20% meiner Inhalte ist okay und der Rest andere Inhalte. Ja. Das heißt, wichtig ist, dass Sie auch die Inhalte von anderen teilen. Sie wollen ja, dass Sie selber auch geteilt werden.
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche meine Twitter-Nachrichten teilen wird. Die Leute, deren Nachrichten ich auch teile. Aha, also immer geben und nehmen. Es ist immer ein Geben und Nehmen, ja. Das heißt, es ist auch wichtig, dass Sie andere Beiträge liken oder andere Beiträge teilen. Ja. Weil Sie können damit rechnen, wenn Sie den Beitrag von jemand anderem liken oder teilen, werden Sie es auch machen. Ja. Wenn Sie das nicht machen, dann... Also One-Way ist auch keine Variante. Nein. So, die eigene Geschichte und... Das wäre schon super, aber es funktioniert nicht. Ja, okay, ja gut. Deswegen ist es Social Media. Ja, stimmt. Sozial sind immer mindestens zwei. Ja. Okay. Wie wird denn mein Blog besser in den Suchmaschinen gefunden? Die allermeisten Blogs laufen mit WordPress. Es gibt dafür ein Plugin zum Beispiel, das checkt Ihnen Ihren Post nach Suchmaschinenoptimierungskriterien. Ich schreibe einen Post und das Plugin beim Check sagt mir, Sie haben da ein Keyword im Titel und das Keyword ist nicht im ersten Satz vom Beitrag und es ist nicht als Tag, als Beschreibung hinterlegt beim Bild. Das heißt, da können Sie sich durchaus auch Hilfe holen. Sie können dieses umsonst Plugin einfach installieren und dann durchchecken lassen. Ja. Und natürlich, umso mehr Ihre Inhalte geteilt werden, umso mehr Sie mit anderen Blogs verlinkt sind, steigt das. Sie können aber auch Google Plus nutzen, um da weiter nach oben zu kommen. Also es ist auch wichtig, dass Sie Google Plus nicht nur als Netzwerk sehen, sondern auch als Google. Ja, ja. Das heißt, wenn Sie dort vertreten sind und Ihre Beiträge dort zu sehen sind, steigert das auch nochmal diese Sichtbarkeit auf Ihren. Darf ich Sie vielleicht jetzt noch um ein kurzes Schlusswort bitten, also was jetzt noch wichtig ist, was die Teilnehmer und Ihnen noch wissen sollten? Ja, wenn Sie weitere Informationen wollen zum Thema Strategie, E-Business und Marketing, dann bietet Ihnen die Wirtschaftskammer da sehr gute Informationen und Beratung. Und weitere Weiterbildungsangebote zum Thema finden Sie unter www.wifi.at. Sehr gut. Also es gibt auf jeden Fall Partner, die unterstützend wirken und eben jetzt nicht gleich den großen Beratervertrag. Nein, also gerade beim Content-Marketing ist es wichtig, dass Sie sich Feedback von jemand anderem holen, der sich bei der Strategie auskennt, der die unterschiedlichen Netzwerke kennt, aber das Wichtige ist, dass Sie das machen. Okay. Also gerade auch jetzt für EPU und KMU nicht auslagern, selber machen. Ja, okay. Schon Feedback einholen, aber das ist Ihr Content, für und den Sie die stehen. Die eigene Persönlichkeit. Genau. Die kann halt niemand eben übernehmen. So ist es. Ja. Also es geht vor allem um Feedback, nicht um jemand anders das machen. Das zahlt sich meistens nicht aus. Okay. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Ich denke, einige haben schon so wirklich gedacht, da engagiere ich jemanden, der das für mich übernimmt. Aber das rechnet sich meistens nicht. Also für große Firmen schon. Aber ja. Okay, sehr gut. Ja, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, uns bleibt Ihnen ganz viel Erfolg und Motivation fürs Content-Marketing zu wünschen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Wiedersehen.